Recht herzlich willkommen zur 28. Folge von This War of Mine. Tag 28. Es wird sehr kalt werden. Okay. Gut. Ja, es gab ein paar Probleme. Sie ist nicht ganz zurückgekommen, Katja, aber das dürfte nicht lange dauern, bis sie da ist, weil sie war ja schon am Ausgang fast. Das haben wir da nur. 3 Holz und 10 Teile. Ja, Marvin kriegt jetzt dann gleich Tabletten. Und Bruno auch, super. Hungrig, krank, leicht verletzt. Dann würde ich erstmal sagen, kochen wir erstmal, weil das können wir nämlich. Und wir müssen den Ofen auch anmachen. Ich kann nicht an Krankheit sterben, ich möchte leben und dann nimm etwas. Sind wir da? Wir müssen irgendwie an Medikamente ankommen, egal wie. Wir sind sehr krank und brauchen dringend Medikamente, ja. So, dann ess erstmal was. Todkrank. Na, könnt ihr bitte gleich nach Hause kommen. So, er muss den Ofen anmachen. Dann müssen wir da noch weitermachen. Ist egal, wann du das letzte Mal geraucht hast, mein Guter. Dafür brauchen wir ein Thermometer, Katja ist zurück. Weiter. Der Händler ist da. Tja. Geh du mal dahin. Katja geht zum Händler. Gucken, dass wir noch Tabletten kriegen. Aber ich glaube, das wird schwierig werden. So, da ist der Händler auch schon. Filter brauchen wir nur wirklich nicht, weil gerade schlecht Wetter ist. Also Schnee da. Fleisch, Tabletten sind da. Gut. Es reicht nicht. Ja. Was geben wir denn noch ab? Wir haben 5 Fleisch, das heißt, das Fleisch brauche ich gar nicht. So, das ist schon mal getauscht. Und dann können wir nochmal weiter gucken, was wir noch gebrauchen können. Da unten nichts. Elektrobauteile hat er nicht mit. Dietrich könnten wir nicht, brauchen wir nicht. Das ist alles jetzt nicht von Entscheidung. Kräuter und Tabak. Kräuter eher wie Tabak. Was können wir dafür abgeben? Was ist das? Alkohol, ne? Das reicht nicht. Okay. Okay. 4 Zahnräder wären das gegen so viele Teile.
Nee, das will ich nicht machen. Gut, wir können uns einigen. Das sind also 8. Das geht nicht mehr. Für einmal Gemüse gibt's 8 Teile. Mach ich. Jetzt habe ich das schon wieder abgemacht. Das reicht nicht. 5-mal Holz gibt's dafür. Holz ist auch relativ wichtig, ne? Was hat er denn, was ich jetzt noch sage, ich möchte es gerne haben? Gut, wir können uns einigen. Das Holz geht gegen den Alkohol auch. Sogar ein bisschen mehr. Das reicht nicht. Das auch nicht, ne? Nein. Aber das mache ich mal. Er macht 5 Holz gerade. Katja ist jetzt müde eigentlich, ne? Gucken wir einmal nochmal am Tauschen. Einmal Feuerholz. Was möchte ich dagegen tauschen? Das würde nicht reichen. Das reicht auch nicht. Okay. Ich glaube, dann lassen wir das. Hat er was, was ich noch unbedingt haben möchte? Zucker nicht. Ja, die Teile, das wäre schon interessant. Dafür kann er eine Menge geben. Das reicht nicht. Können wir uns einigen? Das reicht nicht. Ich glaube, dann nehme ich sie alle für eine Bandage. So. Nochmal. Interessant. Genau, was ich brauche. Medikamente brauche ich und die habe ich selber. Nichts Besonderes, sagt er. Okay. Dafür würden wir eine Menge geben. Kriegen für die Kalaschnikow hier oder was auch immer ist. Sturmgewehr. Aber wir müssen uns irgendwo mit verteidigen. Ich glaube, das war's. So. Pavel macht jetzt erstmal einen Ofen an. Wir haben es minus 1 Grad hier in der Hütte. Ist kein Wunder, dass alle krank werden, ne? Ja, ich glaube, er nimmt mal die. Er ist auf Medikamente, erholt sich. Leicht verletzt, traurig und müde. Was hat sie denn noch zu sagen? Ich muss Medikamente für meine Freunde finden. Genau, leicht verletzt. Leicht krank, dann nimmt er mal die Medikamente da. So, er ist schon im Bett, das ist schon mal gut. Wo ist Katja? Das war falsch, er muss im Bett liegen bleiben. Uno geht da schlafen. Oh, ich leicht krank, auf mir gründet, leicht verletzt. Ich glaube, wir müssen den Ofen mehr anheizen.
Katja ist müde. Macht dann noch einen Schalt rein. So, er ist auch noch hungrig, dann geht er was essen. Krank auf Medikamente, leicht verletzt, erholt sich müde. Okay, das kann man so lassen. Sie ist auch müde. Okay, jetzt wird es auf jeden Fall warm. Hat sie denn noch Hunger? Ja, sie hat auch noch Hunger. Aber da haben wir nichts Vernünftiges zu essen da, ne? Lass ihn mal da. Er ist noch müde. Die Zeit ist auch gleich schon wieder rum. Ja, komm, dann. Stellen wir schon mal was her. Hat ja anders keinen Sinn. Klappt aber nicht mehr, die Nacht kommt vorher. Gut. Er schläft im Bett, ist klar. Er wird plündern gehen müssen. Sie hält Wache und er geht auch am Bett schlafen. So wird's sein. Ja, er ist leicht krank, aber da können wir jetzt auch nichts dran ändern. Durch den Schneesturm ist natürlich nicht viel zu erreichen. Eine Menge Lebensmittel, eine Menge Material, eine Menge... Na, ich glaube, da gehen wir hin. Es besteht zwar Gefahr, aber was haben wir für eine Chance? Ja. Geht hier was von kaputt? Ah, ne, ist nix in der Hinsicht. Ich denke mal, das nehmen wir mit. Das ist ja auch gleichzeitig eine Waffe. Das ist unsere Chance. Mehr haben wir nicht. Schauen wir mal. Es kann sehr gefährlich sein, Deserteure sind keine disziplinierten Soldaten, genau. Ja, wir nehmen erstmal alles. Einen Eingang gibt es hier wohl nicht, oder? Gehen wir da mal erstmal hin. Ich sehe noch keinen. Komme ich da oben hin? Nicht wirklich. Da unten ist was. Dann wollen wir uns mal schnell verstecken. Ne, der geht runter. Okay. Wo geht der hin? Da. Der geht wohl nach draußen. Ich glaube, wir müssen uns verstecken gerade. Ja. Ist er noch hier? Wo ist der? Ne? Gefährlich. Die Frage, wie wir hier irgendwo hinkommen jetzt noch, ne? Er ist da, er geht noch da, ist er noch hier? Und die laufen jetzt wacher.
Das ist nicht gut. Oh, da ist noch einer, super. Jetzt sind wir richtig hier so im Bienenhaufen oder sowas, ne? Da unten bewegt sich auch noch irgendwas. Boah, die rennen hin und her, du. Hier irgendwo noch ein Versteck da unten, wenn. Aber es ist so momentan so gut wie unmöglich, hier irgendwas zu erreichen. Der geht hoch, der geht runter. Vier sind es sogar. Wow. Die Zeit läuft davon. Ich glaube, ich kann hier gar nichts gerade machen. Ich kann nachher nur fliehen. Das sieht jetzt nicht gut aus. Komme ich gar nicht weg. Das ist gleich null hier. So ein Shit aber auch. Ich komme hier nicht weg. Das ist voll der Hühnerhaufen. Sind sie zu dritt hier. Und da werde ich auch gar nicht hin können irgendwie. Keine Chance. Ja, ich glaube, ich kann nur hier raus jetzt. Ja. Hier unten geht's glaube ich nicht hin. Das war's dann wohl, ne? Schade drum, ne? Minimal haben wir was geholt und sonst auch nix. Ja, dann recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.